Mathematik. Herzlich willkommen zur Mathe-Vorlesung. Ich wollte schon immer eine Mathe-Vorlesung halten. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe sehr, sehr lange bei der Vorlesung überlegt, was für Inhalte ich mache. Okay? Also ich wollte eine wirkliche Mathe-Vorlesung machen. Und das Problem bei Mathe ist immer, dass das war in der Schule immer so, das ist im Studium so, das ist nach dem Studium so. Es gibt diejenigen, die haben damit überhaupt kein Problem und die wissen das alles sofort. Und es gibt diejenigen, die haben damit immer Probleme und werden damit auch immer, immer Probleme haben. Und dazwischen gibt es auch einen gewissen Bereich. Und das heißt, wenn man so eine Vorlesung macht, habe ich das Problem, dass es hier auch Leute gibt, die werden sich gleich richtig langweilen. Weil es alles aus dem FF können. Das konnten die in der Schule schon, was wir hier tun. Und es gab ganz viele, obwohl es Schulstoff ist, den wir jetzt machen, die werden sich dann aber auch wieder abgehängt fühlen, weil sie denken, das habe ich nie so richtig verstanden. Wofür ich sehr plädiere, ist, dass wir Mathematik, und deswegen steht es da eben auch, als Sprache verstehen. Und wir sollten eigentlich auch wie eine Sprache es unterrichten. Und natürlich gibt es dann die Sprachbegabten und die logisch Begabten, ne, diese kennen Sie ja alles wahrscheinlich. Und natürlich fällt es Leuten leichter, Mathe zu lernen oder eine Sprache zu lernen, aber an sich benutzen wir im Ingenieurwesen Mathematik wie eine Sprache. Okay, wir abstrahieren und wir unterhalten uns damit, wir versuchen Sachverhalte mathematisch darzustellen. Und das heißt, dass die Mathematik auch wie eine Sprache selber lernen sollten. Also Mathematik hat vor allen Dingen viel mit Fachgesetze anwenden und die können Sie einfach auswendig lernen. Okay? Also Kettenregel, Quotientenregel, diese ganzen Sachen können Sie alles auswendig lernen. Und dann müssen Sie lernen, das anzuwenden. Das fällt manchen leichter und manchen schwerer. Aber denen, denen es schwerer fällt, kriegen Sie auch mit Fleiß hin. Okay? Das heißt, dieser Punkt auf die mathematisch Begabten und entweder man kann es halt oder man kann es nicht, das gefällt mir nicht gut. Und das sollte eigentlich auch in der Art, wie wir Mathematik an Schulen und an Hochschulen unterrichten, viel mehr berücksichtigt werden. Und in der Mathematik müssen wir eben sehr, sehr viel wiederholen, sonst vergisst man die Sachen, genau wie eine Sprache, die man nicht anwendet. Also ich wiederhole auch oft ganz einfache Sachen. Der Vorteil ist, in der Vorlesung brauche ich es auch oft. Also ne, das ist der Vorteil, wenn Sie keine Vorlesung halten, brauchen Sie die Sachen nicht immer. Aber das mathematische Verständnis ist unglaublich wichtig, um technische Sachverhalte darzustellen. Der Unterschied zu den Mathematikern ist jetzt, wenn Sie Mathematik, was macht jemand, der Mathematik studiert, wenn man Mathematik als Sprache? Also wie würde die Analogie da funktionieren? Wer weiß das? Also sagen wir, Mathematik ist Sprache. Was bin ich als Ingenieur der Sprache? Wenn ich sage, Mathematik ist eine Sprache, ist unsere Sprache. Was mache ich dann als Ingenieur mit der Sprache? Ja? Genau, ich schreibe, ich wende sie an einfach. Ne? Ich schreibe, ich spreche, ich wende sie an. Und so müssen wir das unterrichten. Und wenn Sie Mathematik studieren, dann studieren Sie die Sprache, genauso wie jemand, der Englisch studiert. Also wir benutzen ja auch Englisch. Wir haben einen internationalen Master, da benutzen wir Englisch. Das ist eine Sprache, die wir benutzen zur Kommunikation. Und genauso sollten wir Mathe unterrichten. Und ich versuche, na, die Vorlesung ist nicht 100% darauf ausgelegt, aber ich versuche zumindest diesen Punkt zu machen, weil ich versuche, Ihnen Inhalte hier wie in einer klassischen Mathe-Vorlesung zu zeigen, aber dann in anderen Vorlesungen eben zu zeigen, wie wir die dort benutzen. Okay? Also wie wir sie zur Anwendung bringen. Und das ist jetzt etwas, das habe ich Ihnen versprochen, das gibt es immer, das Promising Empowerment. Also was wollen wir jetzt die nächsten 2 Stunden machen? Die nächsten 2 Stunden wollen wir uns angucken, was sind Funktionen? Das wissen Sie alle. Oder fast alle, nee, alle wissen es vielleicht gar nicht, deswegen ist es ganz gut. Also was sind überhaupt Funktionen und warum sind Funktionen so wichtig? Und dann fragen wir uns, was ist die Steigung von Funktionen? Dann gibt es den Differenzenquotienten gegen das Differential und dann gibt es so ein paar Ableitungsregeln und dann rechnen wir auch mal ein bisschen. Das heißt, wir machen eigentlich Schulmathematik. Okay? Aber ich versuche Ihnen zu zeigen, warum Sie diese Schulmathematik auch immer wieder brauchen, weil allein die Art und Weise, wie man schreibt, führt dazu, dass man Sachen später lesen oder nicht so gut lesen kann.
Ich werde versuchen, ich glaube fast alle, ich habe es jetzt nicht immer, aber bei fast allen habe ich Literatur auch für die 2 Stunden mir rausgesucht. In Mathematik ist es relativ leicht, dann nimmt man einfach die Pappola-Bücher. Da fehlt ein P, nicht Lothar Paula, sondern Lothar Pappula. Und bei den Pappola-Büchern ist es so, als ich angefangen habe zu studieren, ist meine ältere Schwester zu mir gekommen, hat mir die 3 Pappola-Bücher in die Hand gedrückt, das ist alles, was du für Mathe brauchst. Und genauso machen wir das jetzt mit Ihnen weiter. Also die Bücher sind extrem gut. Wenn jemand andere gute Bücher weiß, sehr, sehr gerne. Aber die Bücher sind auch vor allen Dingen gut, weil sie sehr gut auf Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und so weiter ausgerichtet sind. Ich habe Ihnen QR-Codes gegeben, weil über Springerlinks sind die Bücher für die meisten Hochschulen frei. Und das Pappula-Buch kann ich jedem wirklich nur zu empfehlen, am besten zu besitzen und immer, immer mal wieder zu lesen oder Sachen nachzugucken. Gut, fangen wir an. Was ist eine mathematische Funktion? Eine mathematische Funktion ist eine Regel oder eine Beziehung, die jedem Element einer Menge, normalerweise als Eingabe bezeichnet, ein bestimmtes Element einer anderen Menge, normalerweise als Ausgabe bezeichnet, zuordnet. Ja, also Sie haben irgendwas, was Sie reingeben, passiert irgendwas mit, dann kommt irgendwas raus. Im besten Fall sind es Zahlen, manchmal sind es auch Buchstaben. Aber letztendlich ist es eigentlich relativ leicht. Und das heißt, eine Funktion nimmt eine Eingabe, führt eine bestimmte Operation oder Transformation auf diese Eingabe aus und liefert eine entsprechende Ausgabe zurück. Und das wollen wir uns an einem Beispiel mal angucken. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist oder nicht. Das können Sie mir dann hinterher sagen. Also das Wichtige ist, dass diese Funktion, dieses Eingabe, irgendwas tun, Ausgabe, das finden Sie durch alle Ingenieurswissenschaften. Okay? Das machen Sie bei allen Ingenieurswissenschaften. Das heißt, egal bei uns in der Verfahrenstechnik, im Maschinenbau oder sonst wo immer, wenn Sie diese Dinger irgendwie, irgendwas damit technisch, ne, ein Problem technisch lösen wollen, versuchen Sie es abstrakt durch Mathematik darzustellen. Was ist der Vorteil übrigens, wenn man es in Mathematik darstellt? Es gibt ein paar Vorteile, aber was wäre so ein, warum machen wir das so gerne, ja? Genau, man kann es weltweit verstehen. Übrigens nicht nur weltweit. Was machen wir nämlich, wenn wir ins All senden? Benutzen wir Mathematik. Weil die im All sprechen jetzt nicht Englisch, Mandarin oder Deutsch. Das heißt, wenn wir ins All, also diese Voyager, gut, da gibt es auch so Sounds und so, aber an sich versuchen wir immer über Mathematik zu kommunizieren. Weil die mathematischen Gesetze, die wir kennen, sollten die auch kennen. Und da findet man erstmal eine Annäherung in der Kommunikation. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, warum Mathematik an sich kulturlos in dem Sinne ist, ne, und eben als sehr, sehr gute Sprache funktioniert. Aber ich wollte noch auf was anderes hinaus. Ja? Wenn die Eingabe richtig ist, kann man jeden Fehler finden, das stimmt, ja. Das heißt, Sie oder jemand anders findet im besten Fall raus, also es gibt ja dieses, bei Mathe ist es richtig oder falsch. Ich versuche Ihnen heute zu zeigen, dass das nicht so stimmt. Das stimmt nur für die Funktion. Aber was machen wir mit der Mathematik noch, wenn wir eine Funktion benutzen? Was ist eine Funktion? Also Eingabe, bla bla bla, Ausgabe, aber was macht eine Funktion? Wir suchen auch gleich eine Funktion aufzustellen. Was macht so eine Funktion? Also nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Das Ding hier fällt runter. Okay. Und das würde ich jetzt gerne mathematisch darstellen. Was ist ein großer Vorteil, wenn ich es mathematisch darstelle? So, das hatte ich vielleicht nicht mehr. Ja? Genau, man kann Zusammenhänge erkennen, man kann es berechnen und man kann dann, okay, wie schnell fällt das und so weiter, die ganzen Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ausgabe. Also Eingabe wäre jetzt irgendwie Höhe und ne, dann würde man vielleicht Fallzeit oder sowas. Was man aber auch macht, ist, man vereinfacht, man abstrahiert. Ne, weil das ist ein unglaublich komplexes Problem, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Es sieht ziemlich trivial aus, ist es aber nicht. Aber Sie vereinfachen. Das heißt, die Mathematik gibt Ihnen Möglichkeiten, und das gucken wir uns in dem Beispiel gleich an, Sachverhalte, die wir aus der Technik kennen, aus dem Alltag kennen oder sonst irgendwoher, vereinfacht darzustellen und so überhaupt zu diskutieren. Ja, also, dass wir uns überhaupt, weil sonst weiß ich nicht, unterhalten Sie sich mal mit jemandem, der eine andere Fußballmannschaft gut findet als Sie, rauszufinden, welche von denen besser ist. Kommen Sie nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Okay? Und das wäre jetzt hier relativ leicht. Man abstrahiert das, könnte man beim Fußball auch machen. Könnte man sagen, ja, welche Mannschaft schießt mehr Tore? Ja,
Ja, die, ja, okay, ist die besser. Dann können wir überlegen, ist das aber eine gute Darstellung? Ob, ne? Also wer hat mehr Fans, wer hat, was weiß ich, schönere Trikots und so weiter. Und in der Mathematik würden Sie immer diese Vereinfachung machen. Und die Fragestellung, die ich mir jetzt mit Ihnen angucken möchte, ist eine triviale, aber glaube ich nicht unwichtig. Wie viel Benzin und oder CO2 verbraucht, stößt mein Auto aus? Das heißt, ich fahre Auto und möchte eigentlich zwei Sachen berechnen. Welche zwei Sachen möchte ich hier berechnen, wenn ich Auto fahre? So mit Slash getrennt. Genau, wie viel Energie? Was wäre denn Energie beim Auto? Also wir bleiben beim Verbrenner, was wäre das? Super. Genau, genau. Also wie viel Benzin ich verbrauche, super. Und was noch? Genau, also wie viel CO2 stößt das aus? Ne? Also beim Benzin ist es so, ich würde gerne wissen, wie teuer das eigentlich ist. Also wie viel Benzin verbrauche ich, wie teuer ist das Autofahren? Und dann, wie viel CO2 erzeuge ich so? Das heißt, ich habe jetzt ein Auto und das verbraucht 7,1 Liter. Also waren Sie sehr gut mit Ihren 6,8 oder was Sie, 6,8? Ja, 6 bis 8, sehr, sehr gut. Die 7,1 habe ich jetzt nicht wahllos gewählt, zeige ich Ihnen gleich, warum ich die gewählt habe. Benzin kostet 1,80, heute waren wir, glaube ich, wieder bei 1,93. Schwankt sehr, aber gut, da ist, glaube ich, in Ordnung. Und den CO2-Ausstoß 2,78 Kilogramm pro Liter. Wir haben ja Chemieingenieure hier, ne? Kann mir jemand erzählen, warum ein Auto mehr CO2 ausstößt? Also ein Liter wiegt nicht ein Kilogramm. Ein Liter Benzin wiegt nicht ein Kilogramm. Weiß jemand, wie viel ein Liter Benzin wiegt? Mehr oder weniger als ein Liter, als ein Kilogramm? Weniger, genau. Und jetzt kriege ich aber aus einem, also weniger als ein Liter, also ein Kilogramm, und jetzt kriege ich 2, irgendwas. Wie kann das sein? Wir sind schon bei der Thermodynamik, ja? Genau, genau, sehr, sehr gut. Also die Antwort gerade war, dass gesagt wurde, also wir haben einen Liter Benzin, der wiegt weniger als ein Kilogramm, aber wir kriegen fast 3 Kilogramm CO2, weil der Sauerstoff, der ist in dem Benzin nicht drin, sondern der kommt durch die Verbrennung, wird er daran gekoppelt und der macht eben einen Großteil der Masse aus. Also deswegen kann ein Liter Benzin eben zu mehr als einem Kilogramm oder dann weniger als ein Kilogramm CO2-Ausstoß führen. Dann ist es so, die 7,1 kann man irgendwie annehmen, 1,8 finden Sie an der Tankstelle. Die 2,78, das ist sowas, das finden Sie im Internet. Und ich zeige Ihnen auch gleich, wo ich das gefunden habe. Und da empfehle ich aber, diese Zahlen bekommen Sie extrem gut, dann wären wir wieder beim öffentlichen Dienst, beim Statistischen Bundesamt, Umweltbundesamt und sowas. Benutzen Sie diese Sachen für Literaturrecherchen. Die sind unglaublich gut. Okay, da kriegen Sie sehr verlässliche Daten für all sowas. Also holen Sie sich das nicht von T-Online oder was auch immer. Wenn Sie sowas raussuchen, irgendwas mit Ressourcen oder Statistiken oder so, gucken Sie immer bei Umweltbundesamt, bei Statistischen Bundesamt, da kriegen Sie sehr, sehr, müssen auch immer 100 Seiten lesen, aber meistens gibt es so eine Zusammenfassung, finden, kriegen Sie unglaublich valide Daten. Gut. So, ich würde jetzt gerne mit Ihnen die Funktion aufstellen, die mir beide Fragen beantwortet. Erst würde ich gerne die erste Frage beantworten. Die erste Frage ist die Frage nach den Kosten. Also ich fahre irgendwie ein paar Kilometer, beziehungsweise, nee, wir machen es so, rechnen Sie mal aus, das kriegen Sie ja hin, wie viel kostet es, wenn ich 50 Kilometer fahre? Also ich fahre jetzt hier mit meinem Auto 50 Kilometer, wie viel bezahle ich da? Hat jemand was raus? Ja? Sehr gut.
Also das wäre dann irgendwo hier, ja? Dann machen Sie dasselbe mal für 200. Ja? 25 Euro. Okay, 25 Euro. 25,56. Und das letzte machen wir noch für 500. Ja? 63,90 Euro, also irgendwo hier oben. 500, ne? So. Jetzt haben Sie keine Lust, das immer und immer so ein... Also Sie haben das ja im Taschenrechner ausgerechnet, haben Sie irgendwas mal, plus und wie auch immer. Das heißt, was ist jetzt das Erste, was ich hier logischerweise machen kann, wenn ich das nicht immer und immer wieder neu ausrechnen möchte? Ja? Genau, ich kann eine Gerade durchziehen. Habe ich jetzt nicht so gut gezeichnet. Was wird bei meiner Geraden wahrscheinlich falsch sein? Können wir auch schon direkt sehen. Ja? Genau, meine Gerade wird... Ich fand hier sowas... Immer mal benutzen. Gucken wir mal. Nee. Also meine Gerade wäre jetzt nicht so gut, würde nicht durch Nullpunkt gehen. Da sehen Sie auch gleich schon, das Problem ist, wenn man sowas per Hand macht oder abliest. Das heißt, ich fixe das hier mal so durch. Irgendwie so. Okay, Sie glauben mir, dass das ungefähr die Gerade ist. Ist eigentlich ganz schön, weil wenn man ordentlich berechnet und ordentlich skaliert, müsste die Gerade perfekt da durchgehen. Wo kriege ich sowas hier, was ich jetzt, wo passiert mir sowas ganz oft? Ne, das ist ein bisschen weiter unten, ja? Genau, bei einer Messung, also wenn wir das jetzt messen würden, würde es wahrscheinlich so sein, dass wir einen Punkt haben, der ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten, man würde so eine Gerade durchziehen, würde eine lineare Regression machen. Gut, so jetzt ist die Frage... Was haben Sie denn da eingegeben? Also was haben Sie denn da eigentlich gerechnet? Und ich würde jetzt gerne eine Funktion aufstellen, die das hier beschreibt. Weil das macht die Funktion. Sie haben eine Eingabe, eine Kilometerzahl und die Ausgabe, wie viel bezahlen Sie? Wie würde die Funktion aussehen, die das macht? Was brauche ich dafür? Irgendwelche Buchstaben, ja? Okay, also... Der durchschnittliche Verbrauch, mal die Kilometer. Also ich nehme erstmal, ich fange mal vorne an. Funktion ist y, ist die Funktion, also das ist das hier, was rauskommt, von x. X ist die Variable und die Variable ist in dem Fall, was wäre die Variable hier in dem Beispiel? Genau, Kilometer. Also x wäre jetzt immer die Frage, okay, 20 Kilometer, 50 Kilometer, 200, 500, was auch immer. So, dann haben Sie noch was gesagt. Was haben Sie noch gesagt? X mal 7,1. Und was ist die Einheit? Liter pro 100 Kilometer. Okay, immer an die Einheiten denken. Was kann ich jetzt mit dieser 100 hier machen? Ja? Und wie würde das dann aussehen? Ich kann 7,1 Hundertstel, also 0, genau, aber wie könnte ich es jetzt auch machen? Ich würde gerne einen Bruch daraus machen. Was könnte ich mit der 100 hier machen aus der Einheit? Ja? Ich könnte so runterziehen, ja? Und dann kommt man auf Ihre 0,07. Gut, was fehlt jetzt noch? Ja? Mal 1,8 und der Benzinpreis hat die Einheiten. Euro pro Liter. So, jetzt habe ich ja hier schon diese 100 runtergezogen. Das heißt, ich kann das hier jetzt nochmal ein bisschen sauberer machen. Und das heißt, ich kann hier einen Liter machen und hier einen Kilometer. Also was hier unter dem Bruchstrich ist, kann ich hier runterziehen. Was passiert jetzt erstmal mit den Einheiten? Ja? Genau, Liter kürzt sich weg. Also, tak, 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 das geht weg. Genau, das hier hat die Einheit Kilometer. Das heißt, ich rechne wirklich aus, das passt auch von den Einheiten, wie teuer mein gefahrener Kilometer ist.
Wichtig ist, mit der 100 aufzupassen. Ist jetzt relativ simpel. Wie heißen diese Funktionen? Ist die einfachste Funktion, die wir haben können. Wie heißt das? Ja? Genau, lineare Funktion. Das wäre hier jetzt nochmal so aufgeschrieben. Und hier könnte ich jetzt komplett, also könnte ich jetzt mal reingehen. Wir lernen das in Data Science, gucken wir uns auch mal an, dass sie das nicht immer im Taschenrechner. Das heißt, wir programmieren dann uns auch irgendwas, dass man das dann da immer einfach reintun kann. Und dann kriegen sie eben die Kosten raus. So, jetzt würde ich gerne dasselbe, achso, hier habe ich das noch, Entfernung pro. Wie wäre das jetzt mit dem CO2-Ausstoß? Was würde sich jetzt ändern, wenn ich gerne den CO2-Ausstoß berechnen möchte? Was ändert sich an der Formel? Oder bleibt die gleich? Was ändert sich hier an der Formel, wenn ich jetzt nicht mehr wissen möchte, wie viel Geld bezahle ich, sondern wie viel CO2 stoße ich aus? Ja? Genau. Also das Einzige, was ich machen muss, das hier ist das Gleiche. Ne? Also das hier ist ja das Benzin, was ich verbrauche. Und jetzt geht es mir nicht mehr darum, okay, wie viel Geld bezahle ich dafür, sondern wie viel CO2 kommt raus. Und das heißt, ich muss einfach nur diesen Emissionsfaktor einfügen und dafür muss ich das andere raustun. Gut. So, jetzt würde ich gerne Ihnen mal was zeigen. Was in dem Zusammenhang ganz interessant ist. Und das sehen Sie hier. Okay? Also da habe ich die Daten nicht her, sondern das ist ein Rechner, Quarks und Co., sehr, sehr tolle Seite. Und da können Sie eben berechnen, wie viel CO2 ein Fahrzeug verbraucht, okay? Und da kommt eben auch diese 7,1, also hier Verbrauch, ne? Und ich habe dann PKW wählen, habe ich gesagt, okay, ich habe ein neues Auto ab bei 2015, stimmt zwar nicht, mein Auto ist viel älter, aber und dann kommt hier die 7,1, Fahrstrecke 100 Kilometer und dann können Sie das eben ausrechnen und wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel was verändere, manchmal 200, oder, ne, dann sehen Sie, da wird aus einmal 39,5. So. Und genau das machen diese Rechner. Diese Rechner benutzen genau diese Funktion. Okay? Das heißt, Sie haben ja diese Funktion aufgestellt mit CO2-Verbrauch. Und mit der können Sie mal nachrechnen und Sie werden dasselbe rauskriegen wie in diesem Rechner. Und deswegen ist es auch bei den trivialen Funktionen ist es ganz wichtig, zu wissen, wo kommen die her, wie baut man die auf, weil die werden eben benutzt, um diese Daten zu erzeugen. Und jetzt gucken Sie mal, was verbraucht denn am allermeisten? Also ich habe jetzt immer einen, man könnte hier ein bisschen rumspielen, zwei, drei. Also das ist übrigens der Punkt, übrigens, kommen wir auch beim Flugzeug gleich zu. Bei der Mathematik gibt es nicht nur richtig und falsch. Bei der Mathematik ist es so, wenn Sie hier was reintun, eine Zahl, gibt es nur richtig und falsch, was hier rauskommt. Aber ob das hier eine gute Formel ist, um das da zu beschreiben, das ist immer Frage der Diskussion. Okay? Also welche Funktion nehmen Sie, um was zu beschreiben, das ist immer, immer die Frage, worüber wir diskutieren. Also was verbraucht hier am meisten? Relativ leicht abzusehen. Flugzeug, genau. Und beim Flugzeug ist es ganz ist jetzt interessant, was passiert zum Beispiel, wenn ich sage, ich fahre nicht 200, sondern 2000. Hat jemand gesehen, dass sich was verändert hat? Ja? Die Zahlen haben sich verändert. Kann ich auch mal hier, kann ich mal sagen 500. Aber was verbraucht immer am meisten? Das Flugzeug. Und für das Flugzeug müsste es ja auch so eine Formel geben. Ja, also Flugzeug, KMH, das hier, das hier, das hier. Das Witzige ist, wenn Sie mit dieser Formel rechnen, also hier Emissionen, kriegen Sie genau die Zahlen für das Auto. Also diese Formel wird von diesem Rechner auch benutzt.
Das heißt, was wird beim Flugzeug wohl verändert werden in der Formel? Das Flugzeug scheint ja immer ein bisschen mehr zu verbrauchen. Das heißt, hier ist immer, also 200, 200 kommt beim Flugzeug mehr raus, 500, 500 kommt beim Flugzeug mehr raus. Aber was wird beim Flugzeug wahrscheinlich anders sein? Die 7,1 Liter und was noch? Ja? Genau, der Emissionsfaktor. Den für Kerosin zu finden, ist übrigens gar nicht so leicht. Ne? Also für Benzin und Diesel sehr, sehr einfach. So, der Witz ist aber, dadurch, dass das Verhältnis immer gleich bleibt, wird auch mit anderen Zahlen dieselbe Formel genommen. Wenn man eine andere Formel, was könnte man nämlich noch machen bei so einer linearen Formel? Was könnte man noch machen? Also eine, das ist ja die Steigung, was fehlt noch? Ja? Genau, plus irgendwas, plus B, das wäre was? Wie heißt das? Genau, der Y-Achsenabschnitt. So, jetzt überlegen wir mal, beim Flugzeug geht man eigentlich davon aus, dass man weniger verbraucht, hier. Weil so viele Leute im Flugzeug sitzen. Wann verbraucht das Flugzeug am meisten? Ja? Genau, beim Start. Wie könnte ich den Start hier ganz leicht, wenn ich sage, okay, also das Flugzeug kriegen Sie eh nicht in die Luft ohne Start. Geht nicht. Das heißt, wie könnte ich ganz simpel das Flugzeug hier mit reintun? Also den Start darzustellen ist natürlich super komplex, aber wenn wir sagen, okay, wir nehmen den Start einfach als Ereignis und der verbraucht definitiv am meisten CO2. Das heißt, wir hätten hier jetzt CO2 und hier hätten wir Kilometer. Wie könnte ich den Start jetzt da reintun? Ja? Genau. Das heißt, ich könnte für das Flugzeug so eine Art Y-Achsenabschnitt einführen. Also das CO2, was ich definitiv verbrauche, damit das Ding überhaupt in der Luft ist und ab dann fängt es an zu fliegen. Und beim Auto ist es so, da wird das vernachlässigt. Das heißt, beim Auto wäre es irgendwie so. Warum habe ich das jetzt so gezeichnet? Warum habe ich jetzt die Steigung anders gezeichnet? Was ist meine Annahme jetzt hier? Also wenn das hier ist das Auto und das hier ist das Flugzeug. Ja? Genau, pro Passagier verbraucht das Flugzeug weniger. Ob das stimmt, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber diese ganzen Sachen passieren da gar nicht. Okay? Und dann könnte man jetzt wieder diskutieren, ist das gut, ist das schlecht, sollte man das machen? Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was ist in diesen Rechnern drin. Okay? Also in diesem Rechner wird der Start, weil das also der Abstand von Auto und Flugzeug bleibt immer gleich. Und das heißt, der Start wird nicht eingepreist. Das ist aber ganz wichtig, weil auf lange Strecke verbraucht ein Flugzeug im Schnitt viel, viel weniger als auf kurze Strecke, weil der Start einen viel größeren Anteil hat. Okay? Und das heißt, dass Sie auch mit ganz leichten linearen Funktionen immer ein bisschen rumspielen können und eben mal gucken können, na, wie rechnen die wohl, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung. Ich sage jetzt nicht, dass man das so rechnen soll. Ne? Da könnte man ewig diskutieren, wie man das rechnet. Aber es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie kommen diese Zahlen zustande. Gut, das hatten wir. So, und das wäre dann jetzt eben, wenn man beim Flugzeug den Start mit berücksichtigen wollte. Das wäre, genau, Steigung pro Y-Achsenabschnitt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, warum das wichtig ist, weil hier kommen Sie, das ist jetzt eine Quelle aus Österreich, und da kommen Sie eben auf ganz andere Daten. Also wenn Sie jetzt mal gucken. Und übrigens auch wieder mit einer Person, ne, das konnte ich ja auch auswählen. Aber jetzt sieht das Verhältnis von Auto und also Flugzeug schneidet nie gut ab. Aber die Verhältnisse sind ganz, ganz andere. Das heißt, Sie müssen da sehr, sehr aufpassen. Und es ist immer gut zu wissen, das ist in Ordnung, man kann das so rechnen, das ist nicht das Problem. Aber es ist immer wichtig, wenn Sie mit sowas argumentieren, wie kommen die auf diese Zahlen? Gut?
Okay, das war lineare Funktion. Das ist das Einfachste. Ich glaube, in der, ich weiß gar nicht, 8., 9. Klasse oder so lernt man, ich weiß gar nicht, wann lernt man lineare Funktion? Wann taucht das erste Mal so ein X auf? Ich weiß es nicht. Irgendwie 9., 10., ich weiß, keine Ahnung. Erinnert sich noch jemand, wann man das erste Mal so eine lineare Funktion hatte? Ich würde sagen 8., 9., 6., 7. Okay, dann ist Generation Z doch gar nicht so viel schlechter. Bei uns war später. Es gibt aber noch andere Funktionen. Was kennen Sie denn noch so für Funktionen? Also das ist ja jetzt hier wirklich eine Mittelstufe, was wir hier machen. Aber was gibt es noch für Funktionen? Ja? Parabeln. Was ist die Parabel für eine Funktion? Quadratische Funktion. Okay, sehr gut. Was gibt es noch? Sehr gut, Exponentialfunktion. Die mögen wir sehr, sehr gerne. Warum mögen wir Exponentialfunktionen so gerne? Genau, man kann die ab- und aufleiten. Was passiert nämlich, wenn man die ab- und aufleitet? Wenig. Genau, wenig bis gar nichts. Und man kann tatsächlich ganz viele, und das ist immer der Trick bei den Sachen, wie gut können Sie Sachverhalte mit Funktionen darstellen? Und Sie können natürlich linear, ist super cool, um sowas darzustellen, aber Exponentialfunktionen finden wir extrem viel. Also für ganz viele Sachverhalte werden wir exponentielle Funktionen. Und das heißt, dieses Wissen um exponentielle Funktionen, dass Sie das wissen, dass beim Ableiten dasselbe rauskommt, das heißt, man hat da irgendwie so einen Vorfaktor oder so, das ist schon mal sehr gut. Was gibt es noch so für Funktionen? Ja? Logarithmische, sehr gut. Gucken wir uns, glaube ich, nicht an, aber gilt ähnlich wie für exponentielle Funktionen, zeigen sehr viel Sachverhalte. Wie ist das mit den Ableiten bei logarithmischen Funktionen? Ableitung lnx. Wer hat das gesagt? 1 durch x. 1 durch x, genau. Wer sich langweilt, wer meint, er kann das alles, kann mal den Beweis aufstellen, warum lnx 1 durch x ist. Das können Sie relativ leicht über den Differenzenquotienten, das sollen Sie dann kennen, können Sie das einfach einmal hinschreiben, ausrechnen, dann finden Sie raus, warum die Ableitung von lnx 1 durch x ist, dann vergessen Sie es auch nie wieder. Okay? Also wenn das hier für Sie zu trivial ist, dann leiten Sie bitte einmal ab, warum lnx 1 durch x ist. Können Sie übrigens auch ableiten, warum e hoch x e hoch x ist. Das ist dasselbe Prinzip. Gut, was gibt es noch für Funktionen? Es gibt noch viele Funktionen, aber was gibt es noch? Ja? Periodische Funktionen, kennen Sie da ein Beispiel? Genau, Sinus, also trigonomische Funktionen, Sinus, Cosinus, ist in der Elektrotechnik unglaublich wichtig, überall wo was schwingt, wo ein Pendel schwingt. Ist übrigens auch ganz, ganz spannend, dass wenn Sie ein Pendel, was schwingt, sich angucken, was spielt keine Rolle beim Schwingen eines Pendels? Interessanterweise spielt es überhaupt, gibt es ein ganz, ganz cooles Experiment, kann man aber auch einfach mathematisch zeigen, machen wir hier nicht. Aber was spielt beim Schwingen eines Pendels keine Rolle? Ja? Die Reibung, ja, die wird rausgenommen tatsächlich. Obwohl, ich frage mal gerade, das gilt, wenn Sie harmonisch. Ne? Aber bei dem Experiment, was mir gerade im Kopf, das funktioniert nur mit Reibung, weil sonst geht es böse aus. Aber was spielt keine Rolle tatsächlich? Das Gewicht. Ist egal, ob Sie ein kleines oder ein dickes Pendel haben, ist egal. Es schwingt immer gleich. Und auch das können Sie einfach mal sich angucken, warum das so ist. Können Sie auch sehr schön über Mathematik zeigen. Genau, und jetzt würde ich mal gerne mir so ein paar Funktionen angucken, die wir eben sehr, sehr viel gerne benutzen. Das sind die Exponentialfunktionen. Dann können wir jetzt wieder weitermachen. Ich hatte tatsächlich gedacht, bei dem, was ich hier gerade gesehen habe, das wird ein größeres Problem, aber es hat mich sehr, sehr gefreut, dass es nicht so war. Es ist nämlich noch ein bisschen zu früh in der Veranstaltung für große Probleme. Das hatte ich erst für morgen früh eigentlich angedacht. Also, was ich gerne berechnen möchte ist, ich habe diese Tasse Tee, ist ganz schön dreckig, und die möchte ich kühlen. Das heißt, ich puste. Was ist das für ein Kühlszenario, was ich beschreibe? Welchen Mechanismus zur Kühlung benutze ich? Ja? Genau, also das ist warm und das ist kalt. Also was ich puste, ist kalt im Verhältnis dafür. Aber es gibt noch ein, aus der Wärmelehre, das werden wir dann auch kennenlernen, wenn wir uns über Batman unterhalten, ein Mechanismus, der, man kann auf verschiedene Arten kühlen. Genau, Konvektion, Wärmeleitung und Strahlung. Und das wäre jetzt
Konvektion. Also immer, wenn irgendein Fluid sich bewegt, gibt es Konvektion. Und das, was Sie hier sehen, ist reine Konvektion. Also Abkühlungsgesetz nach Newton ist Konvektion. Das heißt, da wird irgendwie gepustet. Und was ich jetzt gerne machen würde, ich würde das jetzt gerne mal rechnen. Und zwar würde ich gerne mal rechnen, da können Sie auch gerne mitrechnen. Wie ist das, wenn ich jetzt meine Tasse habe und die Tasse hat eine Temperatur T0, ist 90 Grad Celsius, okay? Und das, womit ich puste, ist 30 Grad Celsius. Und das Gesetz, was ich benutze, ist Abkühlungsgesetz, das heißt T. Und ich würde gerne wissen, nach welcher Zeit, warum schreibe ich 35 Grad? Nee, guck gar nicht hier hin. Was habe ich falsch geschrieben? Also ich würde gerne wissen, wann ich puste, wie lange muss ich pusten, damit das Ding hier 35 Grad Celsius hat. Das heißt, wenn ich jetzt T von T ist gleich T0 minus TL und dann E hoch minus K klein t plus TL. Ne, das ist die Formel, die ich gern benutzen möchte. So, was trage ich da jetzt wo ein und warum? Ja? Genau, das sind 35 Grad Celsius, weil ich will ja die Zeit wissen, ne, also das ist die Variable, das Ding hier, die möchte ich wissen, wann das große T 35 Grad wird. Das heißt, für das große T kann ich 35 Grad reinschreiben und was wird dann aber übrig bleiben, wo ich nichts für hinschreiben kann? Also was wird als Buchstabe bleiben, was kann ich als Zeit nicht einsetzen? Setzen wir mal die anderen Sachen ein. Was kann ich noch so einsetzen? Ja, 70? Was haben wir eben gesagt? Wie heißt es? 90. Genau, 90, super. Und dann? Ja. Und jetzt? Was trage ich jetzt ein? Ja? Genau, K ist eine Konstante, die würde ich Ihnen in einer Aufgabe geben und die ist 0,04463. Die kann man tatsächlich auch, können Sie aus der Formel auch ausrechnen, wenn Sie Temperatur und Zeit messen. Wir können das jetzt auch machen und messen und dann können wir das richtige K bestimmen. Das K wird wahrscheinlich nicht ganz richtig sein. Dann T, das ist ja das, was ich ausrechnen möchte. Und was kommt dann noch? Ja? Und dann plus 30 Grad Celsius. So, was mache ich jetzt damit? Ist jetzt relativ leicht. Einfach umformen der Gleichung. Also wie würde ich die Gleichung umformen? Das erste. Ja? Genau. Minus 30 Grad Celsius, das heißt, ich hätte dann 5 Grad Celsius. Das hier sind 60 Grad Celsius. E hoch 0,04463 T. Was kann ich jetzt als nächstes rübernehmen? Ja? 60 teilen. Genau, durch 60 teilen, was kommt dann raus? Was kommt raus? 5 durch 6, ja? Ein Zwölftel, sehr gut. Ich schreibe 0,083 minus, also hoch minus 0,04463 T. So, und wie komme ich jetzt da ran? Jetzt muss ich ja da oben an das Ding ran. Wie komme ich jetzt da oben dran? Was mache ich jetzt, ja? Genau. Genau, welchen? Genau, ln. Das heißt, jetzt muss ich logarithmieren.
Und das ist das Problem. Das ist der Schritt, wo sich das schon relativ schnell im Studium auch trennt zwischen verstehe ich nicht und ist mir alles zu leicht. Okay? Eigentlich recht trivial und das macht uns immer nicht das Leben so leicht. Das heißt, ich würde hier jetzt ln 0,083 ist gleich, was schreibe ich nämlich jetzt hier hin, wenn ich da ln mache? Ja? Minus 0,04463 t. Und jetzt können Sie mir einmal sagen, wie, wer einen Rechner dabei hat, kann das jetzt einmal ausrechnen. Also ln 0,083 und auf der anderen Seite minus 0,04463. Und wie viel Zeit brauche ich jetzt, um das Ding auf 30 Grad zu pusten? Auf 35 Grad, Entschuldigung. Hat jemand gerechnet? Ja? Ja. 55, ich nehme die erste Kommazahl. 7. Okay, die Einheit wäre Minuten, weil das sich aus dem K ergibt. Das K hat die Einheit Minuten. So, das heißt, ich müsste eine Stunde pusten. Macht das Sinn? Nee. Warum nicht? Genau, bis dahin wäre der Tee auch von alleine kalt. Das heißt, es gibt nicht nur Konvektion, das heißt, die Annahme nur mit Konvektion zu rechnen, ähnlich wie, ne? Also die Annahme nur so und so zu rechnen, ist falsch. Also was da rauskommt, da gibt es richtig und falsch. Die einfach ein Trick, der hinter den Gesetzen da liegt. Jemand eine Idee? Worüber kühlt denn so ein Tee oder irgendwas oder ich oder worüber kühlen wir? Ja? Abstrahlt? Ja, aber ich meine, also wo wird abgestrahlt? Das ist richtig, aber worüber? Ja? Genau, und wo findet der Kontakt statt? An der Oberfläche, genau. Was passiert dann, wenn ich die Oberfläche groß mache? Bin ich dann schneller hier oder bin ich langsamer hier? Ja? Schneller, warum? Genau, also wenn ich das Ding größer mache, habe ich mehr Oberfläche. Was passiert aber noch? Wenn ich das Ding größer mache, was habe ich dann noch? Ja? Mehr Volumen, was gekühlt werden muss. Und was passiert mit dem Verhältnis von Oberfläche zu Volumen? Was passiert damit? Je größer die Tasse wird, ich mache sie immer voll mit T, umso kleiner ist das Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis. Das heißt, eine kleine Tasse Tee hat im Verhältnis viel Oberfläche und eine große Tasse Tee hat im Verhältnis wenig Oberfläche. Und das heißt, für eine kleine Tasse Tee brauche ich länger, um sie zu kühlen. Das heißt, wenn Sie auf dem Weihnachtsmarkt sind, kaufen Sie immer eine große Tasse Glühwein, weil die bleibt länger warm. Ich habe das nachgemessen, tatsächlich mal, weil mich das interessiert hat. Das funktioniert gut und Sie kaufen immer die große, weil der kleine, der wird, das kennen Sie ja, diese kleinen, die werden schnell kalt und das liegt eben an dem Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis. Und das heißt, die reine Oberfläche, sondern das Verhältnis ist das Wichtige. Okay? Man kann die nochmal versuchen, auf die Tafel zu richten, die Kamera. Ich sehe das gerade. Ich muss einmal ein bisschen mehr. So, ich glaube, so sollte es zumindest ein Tucken besser sein. Okay, ich hoffe, das ist jetzt so gespeichert. Gut.
Und das ist immer noch einfaches Rechnen. Also wir machen immer noch Schulmathematik hier eigentlich. Ne? Also es ist eine Formel, Sie setzen Zahlen ein, Sie machen ein bisschen Plus, Minus, geteilt und so weiter. Gut, wie sieht's aus? Logarithmusfunktion, doch, haben wir doch hier drin. Logarithmusfunktion. Jede positive Zahl y ist als Potenz einer beliebigen positiven Basiszahl darstellbar. Y von x a hoch x, also das wäre die Funktion, ne? Das wäre das hier. Und da können wir jetzt auch den Logarithmus benutzen. Und der Logarithmus ist, der Exponent ist der Logarithmus von y zur Basis a. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich konnte mir das so nie merken. Ich habe es mir immer so gemerkt. Okay? Ich merke mir das immer so mit dem Logarithmus. Also was dann genau mit dem Exponenten und so, das verwirrt mich immer. Und wenn ich dann irgendwie a und so, also ich merke mir das immer hierüber, dass ich weiß, wenn ich da oben rankommen will, dann brauche ich den Logarithmus. Und damit bin ich ganz gut gefahren bisher im Leben. Das Schöne ist, dass wir genau wie bei der Exponentialfunktion die Logarithmusfunktion für viele tolle Sachen benutzen können. Zum Beispiel, das rechnen wir jetzt nicht, können Sie aber gerne mal rechnen, wäre jetzt die Halbwertszeit. Die Halbwertszeit sieht eigentlich relativ ähnlich aus, aber Sie brauchen den Logarithmus, um hier oben dran zu kommen. Okay? Die dritte, das hatten Sie auch gesagt, ist die, wir hatten das gerade. Weiß jemand, was ist Halbwertszeit überhaupt? Ich habe das gar nicht gesagt. Was ist Halbwertszeit? Ich hatte das gerade so einfach so nebenbei. Was ist die Halbwertszeit? Genau, das ist die Zeit, die ein Stoff braucht, bis nur noch die Hälfte da ist. Und um was für Stoffe? Wir hatten das vorhin auch schon. Ist alles richtig, sehr gut. Aber wir hatten das vorhin schon. Wo ist das wichtig? Wir hatten das im Intro, hatten wir schon ein Beispiel dazu, ja? Genau, bei Radioaktivität, bei Kernfusion und Zerfall und so, ne, da braucht man eben diese Halbwertszeiten und das ist eben ganz wichtig, weil die Halbwertszeiten uns aussagen, wie viel Müll, nicht wie viel, sondern wie lange der Müll bleibt, den wir da in diesen Kraftwerken. Und hat jemand so eine Idee, wie groß so Halbwertszeiten von Uran, Plutonium oder so sind? 500 Jahre? Bietet wer mehr? Oder weniger? Gucken Sie mal nach. Gucken Sie mal nach, wie viel so Halbwertszeiten. Und das brauchen wir. Das Zeug ist ja so lange da. Und gucken Sie mal nach, wie viel so Halbwertszeiten sind. Okay. Trigonomische Funktionen. Trigonomische Funktionen kennen Sie auch, 8. und 9. Klasse. Das heißt, das sind Funktionen mit Sinus von x und so. Was wichtig ist, ganz wichtig, in der Mechanik brauchen wir das auch, was ist denn Sinus und Cosinus und so weiter? Also wo kommt das her? Oder was benutze ich, um da, ja? Kreis und was kann ich noch benutzen? Also im Kreis, was zeichne ich in den Kreis rein? Genau, ein Dreieck. Das heißt, ich habe irgendein Dreieck. Und dann gibt es, was brauche ich jetzt noch? Oder bin ich fertig? Was braucht dieses Dreieck auf jeden Fall? Ja? Ich muss hier gerade ein bisschen, aber... Einen rechten Winkel. Okay, wo ist der rechte Winkel? Aber was brauche ich noch? Das ist richtig, den brauche ich auf jeden Fall, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich glaube, Ton ist wieder weg. Könnt ihr mal gucken? Ja? Genau, Winkel haben Sie gesagt. Welcher Winkel ist wichtig? Hier in dem Bild. Genau, das hier, ne? Winkel Alpha da, Sinus Alpha. So, und wo kommen jetzt meine ABC her? Wo finde ich die? Ja? Okay. Wo finde ich diese ABC? Was ist das? Genau, also A ist die, wie heißt das? Gegenkathete, genau. Und das gibt es noch? Ja. Und Ankathete, B, okay. Das heißt, ich brauche diese Längen und nachher in der Mechanik braucht man das immer wieder.
Das heißt, ich kann hier jetzt ja auch so ein, könnte ich hier so einen Kreis machen, ist jetzt nicht so schön. Und wo ist jetzt hier mein Sinus und wo ist hier mein Cosinus? Wenn Sie Kräfte zerlegen in der Mechanik, dann wissen Sie immer, wo lese ich meinen Sinus ab, wo lese ich meinen Cosinus ab. Also der Sinus wäre dann hier, hier oder hier. Ja, wo? Sie haben es schon richtig gesagt, ja? Ja, das stimmt, aber die Hypotenuse, also wenn, also worauf ich hinaus will, ist, Sie haben ja da A, B, C und Sie können eigentlich immer an einer Stelle den Sinus direkt ablesen. Und da müssen Sie immer überlegen, worauf gucken Sie. Also wenn Sie so ein Ding haben, ist ja für beide ist ja die Hypotenuse gleich. Also das heißt, an welchem lese ich jetzt, lese ich am A oder am B oder am C lese ich den Sinus ab, den Cosinus, also ja? Genau, das heißt, hier wäre jetzt irgendwie mein Sinus. Ne? Also hier muss ich für den Sinus gucken und hier gucke ich für den Cosinus. Also ich bin sehr gespannt. Mein Gerät macht hier gerade ganz komische Updates die ganze Zeit. Der Stream funktioniert anscheinend. Ich weiß auch nicht, warum die ganze Zeit Updates machen. Aber gut, gucken wir mal. So, Sinus, Cosinus. Und da kommt's, Schwingung eines Federpendels kann als Modellfall einer Sinusschwingung, harmonische Schwingung, das heißt die Schwingung ist eine Sinusfunktion und da sieht man jetzt nicht vom Gewicht des Pendels. Gut. Okay, das mit dem grünen Kasten war nicht so gut. So, wir sind jetzt mit dem Teil der Vorlesung durch, aber wir sind nicht mit der Mathe-Vorlesung durch. Weil jetzt würde ich gerne ein bisschen Tafel machen. Bisher haben wir zu viel das gemacht. Das heißt, was ich jetzt gerne machen wollen würde, ist, ich bin ja eben Kameravollbild, dann ist ja eh alles gut, ist einmal die Tafel putzen und dann machen wir an der Tafel weiter. Okay. Was ich jetzt machen möchte ist, das war alles, gut, das nächste ist auch Schulmathematik, das war alles einfach eine Funktion und dann Zahlen einsetzen und ausrechnen. Es war ganz, ganz einfaches Rechnen, was wir gemacht haben. Jetzt möchte ich aber einen Schritt weitergehen und möchte mit diesen Funktionen etwas tun, was unglaublich wichtig für Sie als Ingenieure, Ingenieurin ist. Und das jagt Sie das gesamte Studium. Hat jemand eine Idee, was wir jetzt machen? Also können Sie kurz ans Promising Empowerment denken, da stand es drin. Aber ich möchte jetzt auf eine ganz, ganz bestimmte Eigenschaften von Funktionen und die möchte ich mir mit Ihnen etwas genauer angucken. Stetigkeit, genau. Wofür brauche ich Stetigkeit? Ja, genau, ableiten. Das heißt, ich möchte mir mit Ihnen jetzt nochmal Ableitungen angucken. Warum? Weil Ableitungen, immer wenn Sie dieses dy nach dx oder dt nach d, überall, wo Sie in Ingenieursbücher reingucken, ist jetzt egal, ob können Sie den ganzen Stundenplan, können Sie durchgehen, überall finden Sie d irgendwas nach d irgendwas. Und deswegen sollen Sie immer überlegen, okay, ist irgendwie so eine Funktion, ist eine Ableitung dieser Funktion. Das heißt, was möchte man eigentlich machen? Man hat
Also gegeben, gehen wir mal ein bisschen mehr in den Mathe-Sprech, sei eine Funktion y, jetzt habe ich, das gefällt mir nicht. Ist gleich f von x. Okay, das sieht man gleich wieder ein bisschen besser, wenn es getrocknet ist. Und wir wissen jetzt nicht, welche Funktion das ist, aber wir können sie einfach mal malen. Das heißt, hier ist y und hier ist x. Und ich habe sehr viel Grün, aber keine anderen Farben. Okay. Mag jemand so freundlich sein und mir noch zwei andere Farben holen? Das wäre sehr nett. Danke. So. Zack. Ich hoffe, Sie kommen auch wieder. Das waren halt die Schnellsten, die dachten, okay, ich kann schnell weg, ohne dass es Ärger gibt. Näher an die Tafel. Ja, das Ding hier ist gerade die ganze Zeit an und aus, deswegen kann ich hier kaum. Läuft denn der Ton überhaupt noch? Okay, weil das Ding hat ja komplett seinen Geist aufgegeben. Oh, cool, danke. Ah, perfekt. So, das ist jetzt irgendeine Funktion, könnte Parabel sein, was auch immer. Und jetzt möchte ich gerne auf dieser Funktion den Punkt P. Also Punkt P, P für Punkt. Und was ich jetzt wissen möchte, worum dreht es sich eigentlich bei Ableitungen? Was ist eigentlich immer der Grund, was suche ich bei Ableitungen eigentlich? Ja? Genau, ich möchte gesucht, ist die Steigung am Punkt x0. Warum Steigung? Warum interessiert man sich immer so für Steigung? Ja? Genau, also über die Steigung finden wir heraus, wenn das Ding ein Minimum hat, zum Beispiel hier unten, diesen Punkt, den würden wir finden. Wenn es ein Maximum hat, würden wir auch über Steigung, also über Ableitung, würden wir diese Maxima auch finden. Dann ist es auch so, dass die Steigung auch gewisse physikalische Zusammenhänge versteckt. Weiß das jemand außer Geschwindigkeit, Beschleunigung und so, wie das da ist? Ja, also wenn man irgendwie der Aktion, wenn die gesamte Strecke oder sowas darstellt, dann kann es sein, dass dann die Steigung Geschwindigkeit. Genau, genau. Also Sie haben einen Zusammenhang zwischen Steigung und also zwischen Geschwindigkeit zurückgelegter Strecke. Was könnte man dann wieder aus der Geschwindigkeit, was kann man da aus der Steigung wieder rausholen? Genau, die Beschleunigung. Das heißt, diese ganzen physikalischen Zusammenhänge verstecken sich eben sehr, sehr gerne in den Steigungen. Was versteckt sich auch ganz oft in Steigungen, also in so Ableitungen? Wenn Sie irgendwas haben, egal, irgendwas bewegt sich oder so, was ist ja eigentlich eine Beschleunigung oder, also was versteckt sich da noch so drin? Die zeitliche Veränderung, okay? Also wenn sich irgendwas über die Zeit verändert, haben Sie unten immer nach dt und das haben Sie bei ganz vielen Sachen, es verändert sich irgendwas über die Zeit, egal was Sie sich da angucken und das ist eben irgendwas d irgendwas, Geschwindigkeit verändert sich über die Zeit, das ist eine Beschleunigung und die Geschwindigkeit verändert sich über die Zeit, eine Beschleunigung, also dv nach dt, warum dv, dt, gucken wir uns gleich an und das heißt, wir sind unglaublich interessiert an Steigung, okay? Steigung finden wir ganz, ganz toll.
Und was wir aber wissen wollen, welche Steigung suchen wir denn hier? Weil das ist nämlich gar nicht so leicht, an die Steigung ranzukommen von der Funktion. Und was suchen wir da für eine Steigung? Kriege ich die Steigung der Funktion oder kriege ich eine andere Steigung? Ja? Ja, des Punktes, der Punkt x0, ne, das wäre hier, das ist komplett richtig. Aber erinnert sich noch jemand, welche Steigung man da eigentlich sucht? Ja? Ah, genau, wenn man eine Tangente hier dran legt. Und das heißt, ich weiß ja gar nicht, das Ding hat ja, ist ja gekrümmt. Ne? Da gibt es zweite Ableitung, ist dann die Krümmung. Die würde mir sagen, wie ist das Ding gekrümmt? Aber ich lege an diesen Punkt, lege ich eine Tangente. Und die Steigung, die ich suche an dem Punkt, ist die Steigung der Tangente. Das heißt, die Tangente hat irgend so einen Winkel hier, Epsilon. Okay? Und jetzt kann man schon mal gucken, hier, okay, es hängt, wird zusammenhängen, verspreche ich. So, der Witz ist, die Steigung verändert sich, das wäre dann die zweite Ableitung. Also das heißt, wenn ich jetzt hier, nehmen wir einen Punkt Q, den brauchen wir eh. Hier irgendwo, also mathematisch heißt es, gesucht sei ein Punkt oder gewählt sei ein Punkt P in der näheren Umgebung des Punkt Q. Und was ich jetzt mache, ist, wenn ich hier eine Tangente ranlegen würde, hätte die eine andere Steigung, also einen anderen Winkel. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten und eine Sache, die wir hier ganz gerne machen, ist, was passiert, wenn ich die beiden Punkte miteinander verbinde? Ja? Genau, also wenn ich jetzt hier, ich male jetzt hier ein bisschen viel rein, aber wenn ich jetzt hier noch sowas reinmale, dann habe ich eine Sekante und hier habe ich eine Tangente. So, jetzt muss ich noch ein paar Sachen dazu schreiben und das ist der Punkt P. Ist an der Stelle P, x0, y0. Wie würde ich y0 anders schreiben? Habe ich oben schon anders genannt. Wie würde ich es anders nennen? Ja? Genau, fx0. So, irgendwie so. Und jetzt habe ich auch Q. Und Q ist ja in der Umgebung und für Q wähle ich jetzt hier so einen Abstand, also von x0 nach hier. Und diesen Abstand nenne ich Delta x. Okay, das erinnern Sie sich, vielleicht haben Sie es auch in Funktionen schon gesehen. Delta, also großes Dreieck x. Und das heißt, was gilt jetzt für den Punkt Q? Wo liegt jetzt der Punkt Q? Wie sind die Koordinaten für den Punkt Q? Ja? Genau. X0 plus Delta X und F von X0 plus Delta X. Warum? Also, wir haben den Punkt X0, ne? Die Eingabe in unserer Funktion. Wir wissen nicht die Funktion, aber die Funktion macht irgendwas damit. Ne? CO2-Ausstoß, Benzinverbrauch, was auch immer. Also das heißt x0 und was die Funktion damit macht. Und jetzt wissen wir für den anderen Punkt x0 plus Delta x, also wir kennen den nicht, aber wir wissen von x0 die Veränderung. Also wir wissen hier, da sagen wir, das ist ein Meter und Delta x sind noch ein halber Meter. Also wäre es ein Meter plus ein halber Meter, also 1 plus 1,5, anderthalb. Und dann macht die Funktion irgendwas damit. Also Funktion macht irgendwas, x0 plus Delta x0. So, und jetzt haben wir die Steigung, oh, ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, das mit dem Epsilon leider nicht ganz richtig gemacht, das hier kriegt nämlich wird Alpha und fürs, ach nee, das ist ja weiß, also das hier
wäre das Epsilon. Also Epsilon ist die Steigung der Sekante und beim Tangens wäre es Alpha. Vielleicht sollte ich eine schöne Folie dafür machen. Gut. So, jetzt will ich erstmal an die Steigung der Sekante ran. Tangente können wir gleich machen, aber erstmal machen wir die Sekante. Also ich will an diese Steigung hier. Das heißt, ich habe den Punkt P und hier habe ich irgendwo den Punkt Q. So, ne? Das wäre das Dreieck. Das wäre hier die Sekante. Was wäre das hier? Was wäre das hier? Das können wir schon sagen, was das hier ist. Wenn man das mal hier guckt. Was wäre diese Linie hier? Ja? Delta x, genau. Das hier ist Delta x, weil p ist ja an der Stelle x0 und für q müssen wir plus Delta x. So, und was wäre das hier? Delta y, sehr gut. Und Delta y wäre, wie können wir das auch noch, ist richtig, perfekt, aber wie können wir es noch anders ausdrücken? Also wir brauchen es auch erst so, aber dann schreiben wir es gleich nochmal anders hin. Ja? Ja. Ja, und das wäre? Was wird denn hier minus was genommen? Oder vielleicht haben Sie es gerade richtig gesagt, ich habe es nur nicht richtig gehört. Ah, sehr gut, genau. Okay, wir schreiben es gleich nochmal ordentlich hin, aber das ist genau richtig. Also y ist f von x0, also ist dieser Punkt hier, das da, minus das da. Okay? So, wie komme ich jetzt an die Steigung? Genau, warum? Also ich werde die Steigung wissen. Und was ist jetzt diese Steigung hier? Ne? Dieses Epsilon oder später die Tangente Alpha, was ist das? Wie komme ich daran? Gucken Sie mal hier. Hier hatten wir das auch. Wie komme ich daran? Was muss ich machen, um an die Steigung zu kommen? Was haben wir denn hier gemacht, um an Sinus oder Cosinus ranzukommen? Ja? Genau, Gegenkathete durch Hypotenuse. Und wie ist es denn hier? Weiß ich die Hypotenuse? Nee, was weiß ich denn? Und das sind welche? Ja, ja, aber was ist das im Dreieck? A und B. Genau, A und B. Und wir, Sie haben das auch gerade, Hypotenuse und? Genau, Ankathete und Gegenkathete. Das heißt, was kann ich jetzt hier ausrechnen? Nicht so wie, was teile ich jetzt durch was? Gegenkathete durch Ankathete, und das ist was? Was kommt dann dabei raus? Sinus, Cosinus? Was kommt dann raus? Ja, nicht Tangente, fast. Genau, der Tangens. Also das heißt, wir kriegen jetzt den Tangens vom Winkel Epsilon raus. Okay? Und das ist die Steigung. Okay, das heißt, wir benutzen das Dreieck, aber wir haben keine Hypotenuse, sondern in dem Dreieck wissen wir, was ist die, ne, hier ist Epsilon und wir wissen, was ist die Ankathete, was ist die Gegenkathete. Und immer, wenn Sie in irgendwelchen Büchern das hier sehen, dann wissen Sie, Gegenkathete durch Ankathete für was auch immer für eine technischen Sachverhalt. Wie heißt dieses Ding, was wir hier ausgerechnet haben? Weiß das jemand? Hat man in der Schule gelernt?
bin ich mal per Zufall zu einem Nebenjob gekommen, weil ich wollte Mathe-Nachhilfe geben in der Schule. Ich war aber nicht so gut. Und dann haben die gefragt, was ich konnte. Und dann meinten die, ob ich wüsste, was das da ist. Da habe ich gesagt, ja, ja, mit Ableitungen kenne ich mich gut aus. Und ich wusste aber nicht, dass das mit Ableitungen zu tun hat. Und sie dachte dann, ich wüsste das. Und dann habe ich den Job gekriegt. Also das war ganz gut. Weiß jemand, wie das Ding da heißt? Differenzenquotient. Okay, ich glaube 10. Klasse, Differenzenquotient. Man braucht den danach eigentlich gar nicht mehr so, aber es ist wichtig für das grundlegende Verstehen, okay, dass man weiß, diese, ne, also das hier taucht ganz viel auf und zu wissen, das kommt hier vom Differenzenquotienten, ganz, ganz wichtig. Und die gute Dame hatte mich eben gefragt, ob ich wüsste, was der Differenzenquotienten ist. Und da meinte ich, wie gesagt, mit Ableitung kenne ich mich gut aus. Das hat sie überzeugt und ich hatte keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, was der Differenzenquotient ist. So, jetzt ist eine andere Frage. Wenn man in Büchern guckt, Ingenieursbücher, Wärmelehre, Elektrotechnik oder so, finden Sie ganz selten diese Schreibweise. Sie finden ganz oft eine andere Schreibweise. Wissen Sie, was die andere Schreibweise ist? Ja? Ja, was ist? Ja. Nee, ich meine aber die reine Schreibweise hier. Also Sie finden selten diese Dreiecke. Sie finden meistens einen anderen Buchstaben. Genau, ein D. So, und jetzt ist es so, dass genau genommen, wenn man die Ableitung bildet, müsste man noch was machen, weil die Ableitung ist ja eigentlich hier Tangentensteigung und P und Q sind noch weit auseinander. Weiß jemand, was ich jetzt eigentlich noch machen müsste? Ja? Genau, das Delta mache ich sehr, sehr klein. Das heißt, ich bilde den Limes. Okay, dieses Limes von x gegen... Das heißt, das machen Sie, dann wird der Abstand immer klein. Und was passiert, wenn der Abstand klein wird mit Sekante und Tangente? Ja? Genau, die fallen fast zusammen. Und der Punkt ist, dass wenn man eine andere Schreibweise, und das ist die Schreibweise, die Sie sich bitte merken sollen. Ganz oft sehen Sie für das hier, dy nach dx oder dv nach dt, also Geschwindigkeit nach Zeit. Das ist eigentlich, wie Sie das in Ingenieursbüchern, naturwissenschaftlichen Büchern, das ist eigentlich die anerkannte Schreibweise. Weiß jemand, was der Unterschied von dem hier zu dem hier ist? Oder ist das dasselbe? Ja? Genau, aber wie wird das da gemacht? Also wie wird das da dargestellt? Übrigens kam gerade die Frage, nein, das ist nicht Bachelor-Niveau, aber das wird im Bachelor nochmal drangenommen. Das ist Schulniveau, deswegen habe ich ja gesagt, 10. Klasse. Aber es kommt dann wieder dran, aber mit ein bisschen mehr Tempo. Es sei denn, Sie sehen das irgendwie anders, aber es kommt mit ein bisschen mehr Tempo dran. Aber wichtig ist, dass Sie diese Grundlagen hier drauf haben. Ja? Das ist ein bisschen was anderes. Was Sie gesagt haben, ist eigentlich richtig, aber dieses dy nach dx drückt eigentlich was anderes aus. Ja, also was ist denn hier unser yx? Entschuldigung, unser Delta y. Was ist hier dieser Abstand? Was ist das hier? Welcher Abstand ist das? Tangente oder Sekante? Was ist das hier? Tangente oder Sekante? Tangente oder Sekante? So, ja, ja? Sekante. Genau, Sekante. So, jetzt gibt es ja Grenzwert, ne? Also wir gucken ja alles zusammen, das heißt, Sekante läuft in Tangente. Und bei dieser hier, dy nach dx,
gucken Sie sich nicht an, wo die Sekante landet, sondern Sie gucken sich bei Delta x an, wo landet denn meine Tangente? Und dann ist das hier dy. Okay? Wenn die ganz nah beieinander sind, ist das dasselbe. Und deswegen wird manchmal so umgangssprachlich gesagt, für größere Änderungen nimmt man das hier und für kleinere Änderungen nimmt man das hier. Aber das ist eigentlich die Schreibweise, die Sie immer finden für Ableitung. Okay? Und das ist immer, wo ist meine Tangente? Also die ist dann nicht mehr auf der Funktion oder nur sehr, sehr annäherungshaft auf der Funktion, aber wo ist die? Gut. Wenn Sie jetzt Ableitungen rechnen wollen, wir machen es einmal relativ leicht. Ich muss an den Rechner hier. Und zwar hier können Sie mal ein bisschen gucken, Differenzenquotienten können Sie eingeben und relativ viel rumspielen. Und ich empfehle das immer sehr, 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 nach diesen entsprechenden Softwaren zu suchen. Das heißt, wenn Sie das mal einmal für sich selber durchgucken wollen, rechnen Sie einfach relativ leichte Funktionen, x Quadrat, rechnen Sie per Hand die Zahlen aus, gucken Sie, was rauskommt, genau wie bei dem Quarks und Co. Und dann, können Sie damit sehr, sehr schön rumspielen. Gut. Jetzt würde ich gerne mit den Ableitungen weitermachen und zwar nochmal ein paar Formsachen. Wie rechnet man mit Ableitungen? Also ich hoffe, Sie wissen jetzt, was eine Ableitung ist, irgendwie dy nach dx und und auch, dass Sie wissen, was dahinter steckt. Aber wie rechne ich mit Ableitungen? Einfach so oder nach Glück oder was passiert, wenn ich Ihnen jetzt eine Funktion gebe, irgendeine, und Sie sollen die Ableitung bilden? Wie machen Sie das? Ja? Ja. Genau, auswendig lernen ist die richtige Antwort. Was lernen Sie denn auswendig? Gleitet man jede Funktion gleich ab? Genau, wissen Sie, wie die das heißen, diese Muster? Ableitungsregeln, genau. Also eigentlich ist Ableitung überhaupt nicht schwer, sondern es gibt ein paar Regeln, die müssen Sie einfach nur können und lernen und anwenden. Die erste Regel, die kennen Sie wahrscheinlich nicht als solche, oder vielleicht kennen Sie die als solche, das wäre auch gut, wenn Sie die als solche kennen. Aber das ist die Faktorregel. Einfachste Regel. Sie haben eine Funktion y. Was bedeutet jetzt Faktorregel? Was bedeutet das für die Funktion definitiv? Wenn da irgendwas mit Faktorregel steht. Genau,
Genau, ist richtig. Es gibt einen Faktor. Also es gibt Faktor c. Okay, den gibt es auf jeden Fall. Und dann gibt es eine Funktion f von x. Ja? Genau, super. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ableitung habe, dy nach dx, und das heißt, wie müsste ich das jetzt hier hinschreiben? Da? Was passiert mit dem c auf jeden Fall? Ja? Genau, das c bleibt gleich. Und die Funktion wäre f', also die Ableitung, jetzt eine andere Schreibweise, f'. Gut. Zweite Regel, kennen Sie auch intuitiv, ist, Summenregel. Das heißt, Sie haben eine Funktion. Y ist gleich fx1 plus fx2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus fxn. Was heißt das jetzt für die Ableitung? Ja? Genau, das heißt, ich schreibe jetzt hier hin, dy nach dx ist gleich f'x1 plus f'x2 plus Punkt, 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 f'xn. Ja? Einfachstes Beispiel hierfür wäre, keine Ahnung, 3x Quadrat, was passiert mit der 3? Ja? Genau, aber was passiert erst mit der 3? Die bleibt bestehen. Was passiert mit dem x hoch 2? Genau, wird zu 2x und haben sie 3 mal 2, also 6x. Soweit, so gut. Jetzt wird es, ich weiß jetzt nicht, ob es spannender wird, aber ich finde, es wird spannender. Produktregel. Was besagt die Produktregel? Ja? Genau. Also, Sie haben eine Funktion y und die besteht aus zwei Funktionen, die beide von x abhängen. Also die hängt auch von x ab. Also 3x mal 5x, was auch immer. So, und da können Sie jetzt, oder müssen Sie, da können Sie nicht einfach so wie hier machen, zack, zack, zack und dann wieder hinschreiben, sondern jetzt müssen Sie eine gewisse Regel an. Denn das heißt, wenn Sie jetzt hier an Ihre Ableitung ran wollen, dy nach dx, was muss ich jetzt machen? Ja? Genau. Genau, das ist alles richtig, was Sie gesagt haben, u' mal vx. Plus ux mal v'. Was ich aber, ich meine, für hier und Quotientenregel kann man es noch so machen. Was Sie sich aber schnell angewöhnen können, das brauchen wir dann später nämlich, ist, was könnten Sie noch, also Sie haben u von x und v von x. Und dann haben Sie gesagt u', was, wie kann ich denn u' von x noch schreiben? Ja? du nach dx. Genau, du nach dx. Und wie kann ich v' noch anders schreiben? dv nach dx. Manchmal ist das nerviger, so zu schreiben. Aber wenn Sie sich diese Schreibweise angewöhnen, ist es wie Lego-Spielen. Okay? Das heißt, egal wie komplex Ihre Funktion ist, Sie schreiben sich einfach immer wieder auf, weil in den ganzen Regeln stecken diese Dinger drin. Okay? Das heißt, das wäre jetzt, Sie hatten ja gesagt, u', ne? Also du nach dx mal v von x plus, was war das andere? Plus oder mal? Ja. Genau, dv nach dx und hier ist dann u von x. Sie können das auch mit dem Strich machen.
Aber ich lege Ihnen das wirklich, bei dem Quotientenregel machen wir es gleich mit dem Strich, weil es dann ein bisschen leichter zu schreiben ist. Aber ich würde es auch immer zum Aufschreiben, also egal was Sie ableiten, schreiben Sie die Funktion auf, schreiben Sie sich diese Sachen für Ihre Funktion auf, schreiben Sie sich das auf und dann setzen Sie das hier rein. Okay? Und dann sparen Sie ganz, ganz viel Ärger. Es gibt noch eine andere Regel, weiß jemand, wie die heißt? Quotientenregel, genau. Wie ist die Quotientenregel? Y ist gleich U von X durch V von X. Ich will nur kurz gucken, ich will mich um die Uhrzeit selber, okay, U und V ist gut, ja. Genau, und jetzt? Genau, wir schreiben erstmal wieder auf, also wir haben U Strich und V und dann haben wir U Strich ist gleich, was ist U Strich? DU nach DX und V Strich DV nach DX. Okay, was muss ich jetzt hier reinschreiben? Ja? Ich glaube, hier ist einfacher mit Strich. Ich versuche Sie zwar dazu zu überzeugen, dass Sie das immer mit dem D machen, aber ich glaube, hier ist jetzt für den Fall ist es leichter, das mit Strich zu machen. Ja. Ja. Genau, V Quadrat, Quotientenregel. Und jetzt fehlt noch eine letzte Regel. Genau, die Kettenregel. Was ist die Kettenregel? Ja. Y ist gleich U von V von X. Ich überlege gerade, ob ich es richtig auch so geschrieben habe. Ich würde gerne bei der Schreibweise bleiben. Nee, ich habe es anders geschrieben. Ich schreibe es mal anders hin, okay? Sonst komme ich später durcheinander. Also wir haben eine Funktion, wir haben U und U ist eine Funktion von X. Und was ist Y? Bei der Kettenregel wäre dann F. Und das ist eine Funktion wovon? Laut der, oder bei der Kettenregel, wenn man die Kettenregel anwendet. Es gibt auch so eine innere, mal äußere Ableitung. F von U, okay? Also das heißt, Sie haben eine Funktion und da drin ist noch eine Funktion. Okay? Also f von u und dann wäre hier irgendwie, keine Ahnung, Sinus von x Quadrat. Okay, dann würde ich sagen, x Quadrat ist u und dann hätte ich Sinus von u. Okay, also das heißt, ich habe zwei verschaltete Funktionen. So, und wie komme ich jetzt hier an mein y-Strich? Wer weiß das? Ja? Genau, äußere mal innere Ableitung. Sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe hier wieder. Oh, cool. Ja, finde ich sehr gut. Na, in 25 Minuten brauche ich es auch. Also dy nach dx. Und was ist jetzt die innere Ableitung? Genau, also das heißt, du nach dx. Und was ist die äußere Ableitung? Ja? Ja, oder d. Was haben wir sonst immer genommen statt f?
Ist richtig, aber wir haben immer einen anderen. Ja, genau, y. Also dy nach du mal du nach dx. Und hier wird diese Schreibweise jetzt sehr, sehr leicht. Okay? Weil das heißt, Sie versuchen irgendwie, also hätten Sie x² und Sinus x und dann schreiben Sie das einmal hin, u und x. Und dann schreiben Sie du nach dx und dy nach du. Weil was ist immer das Problem bei der Kettenregel? Sie müssen ja zweimal ableiten, ne? Also zwei Funktionen, die innere und die äußere. Und dann kommen Sie immer ganz schnell durcheinander. Und wenn Sie die Kettenregel mal drei machen, also wenn Sie drei ineinander geschachtelte Funktionen haben, haben Sie dy nach du, du nach dv, dv nach dx. Das können Sie unendlich weitermachen. Das ist immer dasselbe Prinzip. Sie müssen nur für jedes dieser Einzelnen immer die einzelne Ableitung, x², Sinus, irgendwas finden und dann basteln Sie sich das einfach zusammen. Ja, dann haben Sie es eigentlich. So, jetzt haben wir noch genug Zeit. Das heißt, ich habe jetzt viel erzählt. Das heißt, wir können jetzt Beispielaufgaben rechnen. Ich nehme die Tafel, weil die brauchen Sie vielleicht. Das heißt, Sie dürfen das jetzt einmal anwenden. Und was ich Sie jetzt bitten wollen würde, ist, wenn ich meine Kreide finde. Achso, also erste Aufgabe. Y von x ist gleich x hoch 4 ln x. Relativ leicht. Versuchen Sie aber mal die Schreibweise. Also gucken Sie mal, versuchen Sie es mal mit der Schreibweise und dann schauen Sie mal, ob das klappt oder nicht klappt. Cool, ich habe mein Schaltpult wieder. Richtig cool. Es ist erstaunlich, dass das Ding immer aus und zu geht, aber funktioniert. Gut. Also, was muss ich jetzt hier machen? Welche Regel wende ich hier an? Produktregel, sehr gut. Und was schreibe ich jetzt mal auf? Also, ich meine, Sie kriegen das auch so hin, das ist mir klar, aber ich will es einmal ordentlich aufschreiben. Das heißt, jetzt kann ich die Produktregel von da drüben nehmen. Und was müsste ich jetzt hier aufschreiben, wenn ich diese Schreibweise von hier benutzen will. Also wenn ich das so einmal aufschreiben will, wie schreibe ich das dann hier auf? Also es gibt ein U und ein X, Entschuldigung, es gibt ein U und ein V, ja? Das U' von X. Genau, U' von X wäre 4X. Achso, na, was schreiben Sie zuerst auf? Das ist okay, also es stimmt, was Sie gesagt haben, aber es war nicht ganz, ganz korrekt. Was ist U von X? Genau, x hoch 4. Und was schreibe ich jetzt als nächstes? Was mache ich jetzt mit der Funktion? Genau, was heißt, was schreibe ich dann hier hin? Und das ist, das hatten Sie schon richtig gesagt, 4x hoch 3. Ja, also die Ableitung von x hoch 4 ist, also der geht hier runter und minus 1, ne? Ableitungsregel. Können Sie mal nachgucken, wie die heißt. Gut, was brauche ich jetzt noch? Ja? Ja, was brauche ich zuerst? Vx, genau. V von x, und was ist das? Genau, lnx. Und dann brauche ich dv nach dx, und das ist? Ja? 1 durch x. Hat jemand mal nachgeguckt, warum das 1 durch x ist? Hat sich jemand gelangweilt? Ja? Ja, und kommt raus? Okay, das heißt, was haben Sie, also jetzt schon weg, das heißt, Sie haben im Prinzip
das hier eingesetzt für x0, Delta x und diese, alles, was wir da ausgerechnet haben. Und dann kürzen sich die Sachen raus. Was haben Sie erweitert? Sehr gut. Also ich habe die Prozentdifferenz anders geschrieben als in der Tabelle. Ja. Und da war nur, also die Grenzwerte von da 0, dann fx a minus b und dann habe ich das eingesetzt. Ja. Logarithmenregel. Perfekt. Genau, was Sie nämlich brauchen, Sie brauchen Logarithmenregeln. Genau. Das heißt, versuchen Sie sich hier drin mal und wenn nicht, gucken Sie nach und versuchen Sie das mal nachzuvollziehen. Das ist sehr, sehr gut, wenn Sie das wissen, warum. So, ich will es jetzt einmal nochmal ordentlich aufschreiben. Das heißt, wie würde ich das Ding jetzt laut Produktregel aufschreiben? Also was wäre jetzt mein dx nach dy, bevor ich die Sachen da einsetze? Was müsste ich quasi nochmal da hinschreiben? Ja? Oh ja, danke. Super. dy nach dx. Warnen Sie mich nachher auch bitte. Sie dürfen jetzt lange hier bleiben. Sie haben ein gutes Auge. Das ist sehr gut. Genau. Also was muss ich jetzt hinschreiben laut Produktregel? 4x hoch 3. Mal. Ja. Und dann kann ich daraus machen. Genau, das heißt, ich habe erstmal 4x hoch 3 ln x plus, was kann ich jetzt hier hinschreiben? X hoch 3. Und was kann ich jetzt noch machen? Ausklammern. Genau, ausklammern. Das ist auch was, was immer wieder Probleme macht. Ausklammern. Was kann ich ausklammern? Genau, das heißt, ich kann hinschreiben x hoch 3 in Klammern 4 ln x. Fertig? Plus 1. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau. Übrigens, eine Sache, die ich allen sehr ans Herzen lege, ist das hier. Wer benutzt das? Sehr gut. Warum benutzen Sie das? Genau, da kann man einfach alles reinschreiben. Also Wolfram Alpha bringt Sie bei diesen Sachen extrem weiter. Okay? Also immer, wenn Sie irgendwas nicht nachvollziehen können, irgendwelche Schritte oder irgendwas, geben Sie es einfach in Wolfram Alpha ein. Ich habe das hier gemacht mit 1, das käme bei einer anderen Aufgabe, 1 durch x mal Wurzel x. Also kann man relativ leicht auch darstellen, warum ist 1 durch x mal Wurzel x 1 durch Wurzel x? Ne, weil was ist, wie kann ich Wurzel x auch schreiben? Ja? X hoch 1/2 und wie kann ich 1 durch x auch schreiben? X hoch minus 1 und x hoch minus 1 mal x hoch 1/2 ist? Genau, x hoch minus 1/2 und das ist? 1 durch Wurzel x, voilà, da ist es, genau. Und für so welche Sachen können Sie Wolfram Alpha ganz, ganz toll benutzen. Und Sie können Wolfram Alpha auch ganz toll benutzen, wenn Sie zum Beispiel eine komplizierte Funktion haben, aber einfach nur gucken wollen, wie verläuft diese Funktion. Und dann überlegen Sie, okay, was können Sie rausschmeißen und was können Sie drin lassen. Und dann sehen Sie so eine x hoch 4 mal irgendwas oder wie auch immer. Und dann gucken Sie mal, was Wolfram Alpha ausspuckt. Und da würde ich sehr empfehlen, das zu benutzen. Gut, ein letztes Beispiel machen wir noch und dann sind wir mit der reinen Mathe-Vorlesung auch durch. Und dann freue ich mich schon, dann kriege ich nämlich Abendbrot, dann bekomme ich einen Gast, dann kann ich was essen. Genau, das letzte Beispiel, was ich machen möchte, wo ist es? Ich muss es kurz... Ah, hier. Ja.
Also y von x ist ln x durch Wurzel x. So, was schreibe ich jetzt wieder? Welche Regel, ja? Sehr gut, Quotientenregel. Das heißt, was schreibe ich jetzt auf, wieder oben zuerst? U von x ist gleich ln x. Und was als nächstes? Okay, was schreibe ich noch auf? Und jetzt schreibe ich noch auf? Ja? Können Sie auch mal überlegen, warum? Wissen Sie, warum das so ist? Ja, weil wir können das x anschreiben, dann können wir die anwenden. Genau, das heißt, dasselbe, was Sie machen, ist, Sie wenden wieder nur diese Regeln an. Wir haben jetzt diese minus 1/2-Regel hier nicht stehen, aber Sie wenden einfach diese Regeln an. Okay? Sie brauchen das nicht immer auswendig lernen oder wenn Sie nochmal nachdenken, wenn Sie in der Lage sind, diese Regeln anzuwenden, x hoch 1/2 ist Wurzel x und x hoch minus 1 ist 1 durch x. Regel anwenden und Sie kriegen die Ableitung. Gut, was muss ich jetzt hier hinschreiben für dy nach dx? Ja? Okay, Sie müssen es jetzt Schritt für Schritt für mich machen, sonst komme ich nicht hinterher, ja? Aber sehr gut, ja? 1 durch x mal Wurzel x minus ln x mal 1 durch 2 Wurzel x. Okay, stimmt das mit den richtigen Stellen? Ich glaube Ihnen das jetzt einfach. Also das ist oben und die Ableitung von oben, das ist oben und ist die Ableitung von oben. Okay, also stimmt. Was jetzt? Also Wurzel x zum Quadrat, also x. So, fertig? Na? Ja, wir können mal gucken, oder? Bei Wolfram Alpha aufgepasst. Was ist das? Eins durch mal? Nee, nichts mal. Und was kann ich dann rechts schreiben? Was können wir hier noch machen? Was bietet sich hier an? Ausklammern? Wie wollen Sie ausklammern? Ja, ich würde vorher eine andere Sache machen. Was kann man? Genau, was müssen Sie hiermit machen, um das in einen, also um, genau, mit zwei erweitern. Das heißt, Sie haben dann 2 minus ln x durch 2 Wurzel x durch x. Ja, also dieser Teil hier einfach mal 2, dann haben Sie 2 Wurzel x und dann können Sie das zusammenziehen. Und jetzt, ist er fertig? Das kann auch hier hin, ne? Oder das kann auch hier hin. Das heißt, wir können auch schreiben 2 minus ln x durch 2 Wurzel x mal x. Und dann x mal Wurzel x. Gut, damit wären wir am Ende der Mathe-Vorlesung. Ich weiß nicht, ob Sie was gelernt haben. Ich hoffe, Sie haben das ein oder andere gelernt. Wenn nicht, hoffe ich, dass Sie ein bisschen was aufgefrischt haben. Und ich hoffe Ihnen, dass ich zumindest, wenn Sie das hoffe ich wirklich, dass ich Ihnen so ein bisschen diese Schreibweise näher bringen konnte. Okay, weil die werden wir noch brauchen und die ganzen Sachen werden wir ein bisschen anders
noch anwenden. Das heißt, wir haben jetzt gleich einen Gast da, da freue ich mich nämlich sehr drauf. Jetzt kommt nämlich gleich der Martin Bonnet von Welt der Werkstoffe und erzählt uns was über Werkstofftechnik. Und ich darf Pizza essen, das freut mich noch mehr. Und ich würde sagen, dass wir bis dahin kurz wieder Pause machen. Das heißt, es geht in so 15 bis 10 Minuten weiter. Challenge? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe in der Zeit. Kann ich das danach machen? Okay, dann mache ich das danach. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich weiter um 10 Uhr. Bis gleich.